Hallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 hier im Level. Wow. Im Level Küstendorf. Früher hieß es noch Südseeinsel Küstendorf, beziehungsweise Südseeinseln. Und jetzt heißt es nur noch Küstendorf, ne? Was soll's? Oh Mann, es ist jetzt schon relativ spät. Ich kann noch mal eben auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt erst, beziehungsweise schon 17.39 Uhr. Ich wollte eigentlich sehr viel früher aufnehmen, aber heute war den ganzen Tag direkt vor meinem Fenster, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite, aber trotzdem an sich ziemlich nah bei meinem Fenster auf jeden Fall, da waren Bauarbeiten. Und ja, es war furchtbar laut, ich war sehr gestresst, es war einfach nur ekelhaft. Aber ja, ich wollte auch heute gar nicht mehr aufnehmen eigentlich schon, weil es jetzt ganz langsam anfängt dunkler zu werden, aber ich habe gedacht, ey komm, oh, hier liegt ja echt noch was, habe ich gerade eben erst gesehen. Ich war hier noch nie zuvor. Habe ich so gedacht, ja komm, ne? Hast dich so drauf gefreut aufzunehmen, deswegen komm, du machst das jetzt noch halt, ne? Aber ich bin hier echt noch nie gewesen. Ich hatte das jetzt gerade zum ersten Mal hier entdeckt, wirklich, und dachte so, ach ja komm, ne? Man kann ja mal hingehen. Aber so an sich, ne? Oh, das sieht gerade da, sieht das so schön aus mit dem Hintergrund. Richtig, richtig schön. Da mit den Palmen und sowas, ne? Das ist schon sehr geil. Richtig, richtiges Urlaubsfeeling, auch hier wirklich, ne? Da kann man so richtig wieder an Fluch der Karibik eigentlich denken und ja. Wunder, wunderschön. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in diesem Let's Play zum Remaster allgemein schon wunderschön gesagt habe. Aber auf jeden Fall kann es nicht selten gewesen sein. Oh, der Schlüssel ist aber hier sehr gut sichtbar. Lag der vorher auch schon auf so einem Podest? Wirklich? Muss ja eigentlich, ne? Ha, aber hier ist er deutlich schlechter zu erkennen, weil er halt dunkler ist, natürlich. Aber okay, krass. Wir haben den Schlüssel auf jeden Fall, den ich auch früher jahrelang nicht gefunden habe. Weil ich auch nicht wusste, dass der hier so nah am Anfang halt liegt. Da denkt man ja auch nicht unbedingt dran, ne? In dem Fall jetzt mal gesehen. Aber, joa. Er ist halt hier. Den Anfang hier habe ich auch immer extrem gemocht, ne? Weißt du, einfach so auf so einer einsamen Insel sein, ne? An so einem Strand hier, wo sonst keiner ist, keine anderen Urlaube. Du hast es einfach ganz allein für dich, ne? Lara konnte hier wirklich einfach Urlaub machen, ne? Wenn sie nicht so von Abenteuern und sowas besessen wäre, ne? Einfach wirklich hier bleiben. Oh, guck mal, richtig die Wellen. Wie die wirklich an den Strand da kommen. So, oh, ist das geil gemacht. Das hatte es ja früher auch nicht gegeben. Das ist wirklich einfach nur schick. Das ist so krass, gerade wenn man jetzt hier wirklich umschaltet, ne? Ne, so sah es halt sonst aus, deswegen, und das war ja eigentlich schon schön für damalige Verhältnisse, aber jetzt so, ey, das... ich bin jedes Mal wirklich fasziniert, wenn ich diese Neuerungen und Änderungen sehe. Da merkt man dann, dass hier Liebe reingeflossen ist, wirklich. Ach ja, stimmt, hier liegt ja auch was, haha. Hätte ich jetzt fast übersehen, weil ich hier so auf die Landschaft einfach fixiert bin. Das ist krass. Ich dachte schon kurz, sie will sich nicht festhalten, aber nee, zum Glück nicht. Beziehungsweise zum Glück doch. Hallo Busch, da ist doch was im Busch. Secret Number One. Ich versuche jetzt wirklich nach Möglichkeit, mir alle Secrets zu holen. Ich habe mich jetzt inzwischen umentschieden. Weil, ne, ich verspreche nichts. Weil, wie gesagt, ich habe mir noch nie alle Secrets in Tomb Raider 3 geholt. Mein ganzes Leben lang noch nicht. Deswegen, das wäre jetzt wirklich Premiere. Aber da wir ja bisher so einen guten Run haben, habe ich es halt doch mir vorgenommen. Ich habe auch sicherheitshalber nochmal nachgelesen im Lösungsbuch. Es gibt da ja diese Secret-Liste quasi auch, wo was ist. Weil ich bin mir jetzt total unsicher gewesen, ob ich jetzt wirklich wusste, wo jedes Secret ist. Und ja, zwei kannte ich. Wie gesagt, das erste und das dritte weiß ich auch und wusste ich vorher, wo es ist. Und auch, wie ich hinkomme. Aber das zweite habe ich echt nicht gekannt. Ich hatte sowas in der Art schon mal vermutet, aber mehr als eine Vermutung war es halt auch wirklich nie, ne? Traumhaft. Na, ja, hier dreht sich auch die Kamera. Ich hätte ja sonst ein schönes Urlaubsfoto noch von
ihr machen können, Hilfe. Aber das wollte sie jetzt irgendwie nicht. Oder der Kameramann wollte nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da vorne ja eine einfache Route, wo man dann drei Schlangensteine finden muss. Da kann man dann da runterrutschen. Und es gibt einen schwierigeren Weg, nämlich hier. Wie schön hell das hier jetzt auch ist. Hier gibt es auch ein Deckenlicht. Das gab es, glaube ich, früher nicht, ne? Weil sonst hat man hier kaum was gesehen. Dachte sich so, ich hätte schon dunkel. Und sogar da war eigentlich ein Loch in der Hütte. In der Decke. Ne, das ist. Ja. Faszinierend. Aber naja. Schlüssel des Schmugglers, genau. Sehr schön. Auch interessant. Wer hat in seiner Hütte bitte schön hier sowas drinne, ne? Oh, die Gruselmucke fängt schon wieder an. Hi, Twixie. Da habe ich mich auch öfters vor erschreckt. Vor allem fehlt ihm ein Bein. Wir stehen wohl auf Beine. Gab es hier noch eine Falle eigentlich? Ich glaube aber nicht wirklich. Ach, scheiße. Danke. Zum Glück hat der Idiot mich nicht getroffen. Hallo? Kroko? Krokodil, Krokodil. Komm doch her, Mr. Krokodil. Hallo? Ja, kommt. Oh, das sind sogar noch zwei. Ja, fein. Wie die aussehen, ey, voll eklig. Boah, was für Monster, ey. Krass, wirklich, was die für Gesichter haben. Richtig ekelhaft und gruselig. Brr. Ah, hier liegt noch was, wusste ich doch. Ich wusste doch, dass hier irgendwo im Wässerchen noch was für uns liegt, ja. Oh, da ist ja nochmal Harpunenmunition. Die kann man hier so leicht übersehen. Ich will ja hier nichts irgendwie verpassen oder so. Gerade weil wir Harpunen noch gut brauchen werden, leider. Ha! Nochmal. Also mit Harpunen werden wir hier gut versorgt, auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist gut. Ja, da muss ich jetzt gerade wieder an eine Szene aus einem. Oh, da liegt nochmal was. Aus einem Helge Schneider-Film denken. Es war sehr hart. Da war dann ein Typ bei Dr. Hasenbein, der von Helge Schneider halt auch gespielt wurde. Und dann so ganz fies halt so: Ach, wie soll ich es Ihnen am besten beibringen? Sie haben Krebs. Wundert Sie das? Ja, weiß nicht. Dann, ach, wo schauen Sie denn hin? Ach, Sie interessieren sich für Kunst. Ja, das ist gut. Ja. Und wie war das dann nochmal? Das war einfach irgendwie komisch, wenn die Filme sind sowieso allgemein von ihm etwas seltsam, ne? Gewöhnungsbedürftig sind nicht für jeden auch was, aber ja, ich finde sie auf jeden Fall ganz lustig. Auf jeden Fall ist der Typ hinterher noch dann irgendwie schmerzgekrümmt da zusammengebrochen. Und dann hat er nur so gesagt: Ach nein, lassen Sie das doch, scheiß Kassenpatienten. Wo man sich auch denkt: Hallo, kann er doch nichts für, ey. Das ist schon echt hart.
Die Höhle fand ich schon immer sehr gruselig und auch komisch, so von wegen, dass man nicht genau weiß, okay, wo muss ich denn jetzt wirklich ganz genau auch hin, ne? Ist halt nicht unbedingt immer so eindeutig. Ach, das konnte sie hier auch, okay. Das konnte sie aber doch nicht immer, oder? Also in dieser, au. In dieser Position, wenn sie was aufgehoben hatte, halt, dass sie dann sich in dieser, also in dieser halten, dass sie sich da schon drehen konnte. Sonst konnte sie sich in drei nur halt so drehen. Aber halt nicht so. Und jetzt kann sie es. Das ist, faszinierend. Ich heile mich jetzt, glaube ich, erstmal nicht, falls ich gleich vergiftet werde. Das könnte nämlich passieren. Dann ärgere ich mich hinterher. Weil da hinten ist auf jeden Fall noch ein Spooky. Der könnte mir noch übel jetzt mitspielen, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen. Muss man immer aufpassen, ne? Sehr gut. Na? Noch ist er halt nicht zu sehen, aber der ist genau da, wo der Speicherkristall ist, quasi auf dieser Plattform. Deswegen, wenn ich jetzt hier runterrutsche, dann wird der aktiv. Deswegen gar nicht hier lange aufhalten und direkt zum Gegenangriff übergehen. Da, er spuckt schon wirklich. Ah, jetzt hat er mich auch getroffen und mich vergiftet. Gut, dass ich mich nicht geheilt habe. Du kleiner Sack. Arsch. Jetzt muss ich sogar ein großes nehmen. Mensch. Aber zum Glück kriege ich ja wenigstens ein großes hier auch direkt wieder rein. Das ist ja wenigstens etwas. Aber echt, Ende, so ein Sack. Nee, nee, nee. Ich meine, okay, Kannibale halt, ne? Was erwarte ich da auch? Aber er hätte sich doch wenigstens ein bisschen besser verhalten können, der Junge, oder? Nein, natürlich nicht. Kein Benehmen, diese Kannibalen von heute. Tze. Also wirklich, das geht doch nicht. Okay, soweit, so gut. Bis hierhin haben wir überlebt. Ja, und jetzt bin ich auch schon hier auf der Brücke. Oh, sieht das geil aus mit den Totenschädeln da vorne und sowas. Och. Sexy. Na, hier könnte man sich schon alle möglichen Gedanken machen, so von wegen, wo kann ich hier wie hin? Das sieht alles so geheimnisvoll aus und überall Felsvorsprünge, wo könnte ich nur hin? Und ja, hier an die Seite soll man tatsächlich hin können. Hier ist nämlich dann Secret Number 2. Ja, okay, es klappt wirklich wenigstens. Ist doch schön. Und alle ab. Okay. Genau, und da haben wir es auch schon. Nice. Sehr schön. Da habe ich mir zuerst mal mein ganzes Leben dieses Secret geholt. Yay!
Es ist halt nur die Frage, wo ich am besten wie lang gehe, weil das andere Secret ist halt auf der anderen Route. Deswegen, dafür müsste ich rein theoretisch hier runter eigentlich, ne, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber hier auf diesem Wege noch entlang, da lag, glaube ich, noch was. Das will ich mir eigentlich holen. Da muss ich aber nochmal hier hinspringen. Naja. Speichern wir sonst einfach mal, dass wir das auf jeden Fall schon mal im Sack haben. Ist auch witzig, ne? Da gehe ich eigentlich den schwierigeren Weg. Dann muss ich den leichten aber auch nochmal nehmen zusätzlich. Und dann die Schlangensteine sammeln. Boah, ist das dunkel hier. Boah. Die Gesichter sehen ja jetzt hier richtig ekelhaft und creepy aus. Nee. Hier ist nichts und niemand. Okay. Und hier war jetzt, glaube ich, gleich eine Falle. Muss ich aufpassen. Wow, das kommt hier schon. Ah, nein, 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 nein. Krass. Vor allem, dass die wirklich schon bis hier hinkommen, die Klingen, wusste ich auch nicht mehr. Ich dachte, die kommen erst hier vorne irgendwie. Da vorne ist ein Medipack und da ist Licht irgendwie. Genau, jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Das ist nämlich gut. Denn wenn ich ins Licht getreten wäre, ne? Dann wären hier jetzt Giftpfeile aus den Wänden gekommen, den Totenschädeln. Das ist nur schade. Ich kann den Speicherkristall da vorne jetzt nicht sammeln, weil wenn ich da vorne hinspringe, direkt dahinter ist dann halt schon der Weg nach unten ins Dorf der Kannibalen. Und deswegen, weil hier so eine Schräge ist, da komme ich halt hier jetzt nicht mehr zurück. Da müsste ich mich sonst da rausspülen lassen irgendwie. Und das ginge rein theoretisch. Stimmt, das geht ja eigentlich. Ich könnte das so machen. Soll ich das auch so machen, ist die Frage. Ich kann es ja mal versuchen sonst. Gut, Zacken kommen hier auch nicht raus, denn normalerweise kämen die hier. Kommen hier auch keine Giftpfeile? Doch, scheiße. Ah, ich bin wirklich vergiftet. Okay, nee, dann lade ich mal. Dann lade ich das, weil das ist ja jetzt dann unnötig. Dann hole ich mir den lieber kriechend, den Kristall. Weil das tut ja jetzt hier nicht Not. Ja, wirklich überall, von allen Seiten eigentlich, ne? Heftig. So, hier soweit jetzt erstmal sicher. Speichere ich nochmal einen Schiefer. So. Und dann versuche ich halt. Nein. Okay. Oh, geschafft. Nice. Ich lebe noch. Kann ich jetzt wirklich wieder auf dem hier auch speichern, das ist gut. Und hier ist dann einer der Schlangensteine. Sieht aber ein bisschen matt aus irgendwie. So ein bisschen unecht auf jeden Fall. Das finde ich schade, weil im Original sahen sie halt so aus. Sahen sie nicht ganz so matt aus, sondern so ein bisschen leuchtend eigentlich eher gefühlt. Aber naja, jeder wie er es gern hat, ne? Aber ich finde den Stein so ein bisschen schade, sag ich mal. Also, es heißt schade. Oh, der Stein ist aber echt schade. Nee, aber so ein bisschen hätte man schöner machen können halt, you know? Aber okay. Ja, jetzt gehe ich halt mal auf anderem Wege ins Dorf, ne? So bin ich noch nie ins Dorf gegangen. Schön. Also, dass ich halt so beide Wege miteinander kombiniere halt, ne? Aber wenn man alle Secrets haben will, dann muss man das wohl so machen, ne?
So, dich nehmen wir auch mit, just for the lulz. Und hier ist auf jeden Fall auch ein Kannibale, der auf sein Opfer lauert. Na? Wo bist du, Kollege? Ha! Nein! Hilfe! Oh. Ihr Typen seid gruselig. Ich hatte schon immer Angst vor euch. Und ich mag euch immer noch nicht besonders. Und es ist hier alles bewachsen. Da hinten muss ich ja eigentlich gar nicht hin, oder? Nee, weil da liegt auch wirklich eigentlich nichts. Da vorne wäre sonst ein Kannibale noch im hohen Gras und ansonsten ist da eigentlich auch nichts. Ja, und wenn man auf diesem Stein ist, da sind halt auch nochmal außerdem Giftpfeile, ne? Wenn man da den Sumpf überqueren will, um hierher zu kommen ans andere Ufer. Aber da ich ja schon am anderen Ufer quasi bin, brauche ich das ja gar nicht. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Weil die restlichen Schlangensteine sind ja eigentlich hier auf den Ästen ist einer. Und noch mal einer kurz vom Dorf quasi. Deswegen. Obwohl, warte. Ich gehe doch zuerst diesen Weg, weil es ist zwar kein Secret hier. Aber da gibt es noch ein Goodie. Das will ich mir trotzdem auch holen. Oh. Ich sehe das jetzt nur natürlich sehr schlecht. Ah, da. Nochmal speichern. Jawohl, nice. Die Munition will ich ja hier nicht verkommen lassen. Aber ich finde es nach wie vor sehr geil, dass wir auf jeden Fall wirklich mal beim Hochsicherheitstrakt wirklich alles zurückbekommen haben. Bis auf die Waffen selber, aber die Munition und die Heilung und sowas, das ist echt sehr, sehr schön, dass sie das gerechter gemacht haben. Nice. Doppelt nice. So, ein weiterer Stein und ein weiteres Secret. Genau, da hinten ist der letzte Stein. Und das Secret ist hier. Das habe ich ja auch schon mal herausgefunden. Das ist hier gar nicht so gut von den Blättern verdeckt wie sonst. Ich finde es nur sehr krass, dass die Secrets wirklich alle hier so am Anfang des Levels versteckt sind, ne? Und auf beiden Routen halt so. Okay, im Original war es halt wirklich nur ein bisschen besser verdeckt, aber okay. Was soll's, ne? Na, ob ich so überhaupt darüber springen könnte, wer weiß. Warte mal, was? Da liegt ja ein Item drauf auf diesem einen Stein. Habe ich nie gesehen. Ha! Aber ich lerne ja sowieso noch viel Neues hier beim Remaster. Was ich vorher nicht wusste oder mir unsicher war oder was auch immer. Das ist cool. Ich hätte es ja auch früher immer so sagen können, ne? Egal wie oft ich Tomb Raider schon gespielt habe, immer wenn ich spiele, lerne ich irgendwas Neues. Fuck. Das war jetzt unnötig. Aber naja, egal. Nehme ich jetzt hin. Ich kann es mir ja leisten, ne? Lange Zeit konnte ich das auf jeden Fall wirklich nicht mehr sagen, dass ich bei Tomb Raider was Neues lerne, aber hier, jetzt so, ne? Beim Remaster. Da auf jeden Fall schon. Ist schon sehr geil. Und ich muss sagen, dass ich das hier immer total geheimnisvoll fand, hier unten auch so. Dass ich hier immer als Kind da unten hin wollte, aber da ist überhaupt nichts. Hier sieht man das auch ein bisschen besser. Na, hier war es alles so ein bisschen dunkler und irgendwie wirkte es geheimnisvoller. Die Zacken waren da vorne eigentlich kaum zu sehen. Und hier auch, hauptsächlich Schwärze, ne? Und jetzt so richtig ein bewaldetes Gebiet, ne? Mit, ich meine, es sieht immer noch ein bisschen matschig aus der Hintergrund, ne? Aber für so ein altes Spiel, was nur remastered wurde jetzt quasi halt, ne? Nehme ich's hin.
Das sieht auch ein bisschen aus, als ob man da hin könnte, aber ich glaube, das ist nur noch eine aufgemalte Felswand, dass es nicht mehr wirklich ein Gebiet ist. Na gut. Jetzt nicht zu weit springen. Ich glaube aber mit Anlauf trotzdem, oder? Ein bisschen schräg? Ja, doch, okay. Ich sehe nichts. Danke. Ja. Wow. Hier sieht es auch eher so ein bisschen aufgemalt wieder aus. Aber naja. Oh, dieser Himmel hier, ne? Wunderschön. Traumhaft, traumhaft. Halt. Bevor ich das jetzt vergesse, hier auf diesen Stein. Hier liegt ja noch was drauf. Ich dachte auch immer, hier würde man abrutschen oder sowas. Ne? Bis hier halt im Randomizer mal was drauf lag. Und dann so, ach, hier kann man stehen. Cool, wieder was gelernt. Yay, ich bin der König der Welt. Und hier endet das Level. Ich kann nicht besonders hoch springen. Yay. Oh. Oh. Wie er da schon sitzt, der Gauner, ne? Ja, das bringt dir nichts. Sofern du nicht zu mir rüberspringst, ne, kannst du hier rumrennen und Cha-Cha-Cha machen, so viel wie du willst. Das ändert nichts an deiner Situation, Junge. Nämlich, dass du mir hilflos ausgeliefert bist. Aber okay. Ah, ja, genau. Ja, gut. Nochmal. Geht doch. Mensch, Lara. Oh. Ach ja. Aber ich freue mich schon sehr auf diese ganzen Tomb Raider Gold Sachen auch. Und auch darauf, sie nochmal in der Retro-Grafik dann erstmal wirklich zu spielen. Ich hatte auch da gestern nochmal mit der Lilly ein sehr interessantes Gespräch gehabt, dass sie mir so erzählt hat, so diese Gold Sachen Unfinished Business und auch Tomb Raider 2 Gold, hier The Golden Mask. Das konnte man sich wirklich gut noch später runterladen. Und das lief dann auch wirklich gut auf neuen PCs, aber Lost Artifact hätte als einziges immer ziemlich rumgespackt, auf jeden Fall, und Abstürze und Fehler und was nicht alles. Deswegen. Umso besser würde ich, dass hier das auch mit bei ist, dass man es dann mal problemlos auch spielen kann. War gerade, wie gesagt, Lost Artifact habe ich so su super Bilder mal zugesehen, was da nicht alles kommt. Also ich freue mich schon sehr darauf, es zu spielen. Und da sind wir auch schon im Dorf. Die Trommeln. Trommeln. Mann, ist das dunkel hier. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt geht's. Ah, ist jetzt natürlich nur mies, weil. Ach nee, Quatsch, ich bin ja sogar noch hier oben. Stimmt. Das ist ja dann richtig gut, wirklich. Genau das wollte ich auch. Denn hätten wir den anderen Weg genommen. Oh, das sieht so geil aus, ey. Ungelogen.
jeden Fall wären wir da vorne rausgekommen. Das kann ich gleich nochmal zeigen, wenn wir wirklich unten sind. Aber hier oben gibt es auch noch ein paar nette Sachen auf jeden Fall zu finden. Oh, die Trommeln sind verstummt. Ist das schlecht? Oh, ein Minipack. Das ist lieb, danke. Oder gab es hier nicht noch eines dieser besonderen Ort-Sachen? Das macht keinen Sinn. Einen dieser besonderen Orte, wo ich jetzt unbedingt hin wollte? Irgendwie nicht. Hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, aber okay, das dann halt nicht, ne? Und hier sind wieder Glühwürmchen. Süß. Wolltest du dich gerade ducken? Anscheinend. Ah. Kam der hier einfach aus seiner Hütte raus, wo einfach mal auch nichts drin ist. Du hattest ja ein sinnloses Leben. Keiner? Keiner. Gut. So. Wir wären von. Genau, von hier gekommen. Von dieser Rutschbahn, die man hier jetzt kaum sehen kann im Remastered, aber hey. Was soll's? Ich habe ständig Angst, dass da oben, wo wir eben noch standen, ein Spooky jetzt auftauchen wird. Das wäre nämlich doof. Aber naja, abwarten, ne? Du warst auch ein Spooky, aber ich war zu gut für dich und du löst dich einfach direkt auf. Okay. Na gut. Upsala. Jetzt wäre ich fast falsch gesprungen, falsch gesteuert irgendwie. Oh, richtiges Sixpack, der Junge, ne? Ordentlich trainiert. Ja, und Lara greift es leider nicht so ganz richtig, aber hey, was soll's? Nein, das wollte ich doch nicht. Nein, hey, wieso? Ich hab mich doch drehen wollen. Ich hab mich doch nur drehen wollen. Wieso gehst du dann zurück? Wo habe ich gespeichert? Ich sollte öfters speichern. Ich speichere ja teilweise sogar schon so häufig, ne? Und dann. Es lief doch jetzt so gut. Ah, ich hasse sowas. Na, kann ich mir die Fackel sparen hier, ne? Aber an sich so. Oh. Warum? Einfach nur warum? Gut, dass ich wenigstens hier gespeichert hatte. Nee, 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 nee. Nee, Kinders, nee. Das war jetzt einfach nur so dumm und unnötig. Wie schnell sie auch versunken ist, ne? Gruselig. Ist das doof. Ist das doof. So. Wenigstens konnte ich das Foto so noch machen, was ich eben schon machen wollte, ne? Wo er dann sich nur so schnell bewegt hatte. Von daher hat er wenigstens auch einen Vorteil, ne? Wollen wir mal nicht so sein. Aber an sich trotzdem, ja. Etwas unnötig und ärgerlich halt, aber was soll's. Zum Glück ist es ja trotzdem nicht so extrem viel, was wir nachspielen müssen. Von daher, shit happens, das gehört auch zu einem Let's Play dazu. Wie gesagt, ich wollte ja auch nicht nach unten, ich wollte nur zur Seite, ne? Und Lara einfach so, ach ja, ich springe jetzt vom Block, geil, ne? Nein, Lara, das war nicht geil.
Und Nummer zwei. Na komm, nimm. Friss. Ein blutiges Herz für dich. Boah. Ja, da staunst du, ne? Boah, boah. Da war der Junge ganz verblüfft. Wie gesagt, kann ich ein paar Fackeln nochmal sparen, weil ich jetzt schon weiß, was hier wo ist, ne? Wenn ich nochmal den Weg auch rausfinde, dann. Junge? Sag mal, was ist dein scheiß Problem? Komm doch her. Hast du Angst? Sind wir ein bisschen schüchtern heute? Nicht doch. Kein Grund, schüchtern zu sein. Bin doch nur ich. Warte mal, war hier noch in der Hütte um die Ecke eigentlich was? Nee, das war ja die Hütte mit nichts, ne? Genau. So, gleich bevor ich auf den Stein noch springe, speichere ich auf jeden Fall. Damit mir das nicht nochmal passiert. Boah. Zum Glück hat er nämlich nicht gespuckt. Da konnte ich ein bisschen Munition sparen. Und wieder mit dem Kopf im Stein. Schauen wir uns nochmal an, wie sie in Retro-Grafik am Rad dreht. Da sah es ein bisschen passender aus. Ne, das sieht eher aus, als ob sie es auch wirklich greifen würde. Ah, sehr schön. So, jetzt drehen, ne? Auf den Stein, genau. Na, ist hier schon einer, der Stress will? Nee, noch nicht. Na gut. Warum kommt der Ruf hier nicht? Hier schreit doch eigentlich jemand, Aye! Oder Shayla! Irgendwie sowas. Aber irgendwie nicht. Ha. Komisch. Dann halt nicht. Hallo, mein Freund! Aber ihr verliert auch wirklich alle nix, ne? Geizkragen. Alle geizig. Boah. Tja. Die einzige Hütte mit dem Lagerfeuer drin. Warum auch nicht? Feuer im Haus, ne? In so einer Holzhütte, total ungefährlich. Aber auch die größte Hütte, relativ zentrisch im Dorf, ist das die Hütte des Häuptlings? Kann ich mir vorstellen. Ach ja, wieso kann ich nicht einfach mit denen reden? Aber ich meine, okay, sind halt Kannibalen, die wollen mich so oder so fressen, ne? Von daher, da würde viel Reden auch nicht helfen, wirklich. Aber ich würde trotzdem gerne. Tut doch alles nicht Not. Wir könnten doch Freunde sein. Es könnte so schön sein. Aber naja. Wer nicht will, der hat schon, ne? Traurig, aber wahr.
Und hier war die Fallenhütte. Das Medipack sollte man sich nicht nehmen, denn es ist Treibsand. Und was, das sieht man halt jetzt gerade bei der neuen Grafik nicht mehr. Deswegen gut für die, die das sowieso halt, ne, wissen. Wie ich jetzt halt in diesem Fall auch. Oh, nochmal ein bisschen Schrotflintmunition. Perfekt. Genau das, was ich brauche jetzt wirklich. Oh, war klar, dass ich ein bisschen zu weit bin. Ich bin zu weit gegangen. Es tut mir sehr leid. Ich fühle mich schuldig. So. Oh. Hm. Hier war ansonsten nichts. Nee. Okay. La 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 la. So, nochmal zur Sicherheit kontrollieren. 3 von 4 Secrets vor allem. Es gibt also noch eins, was irgendwie jetzt hier nicht angezeigt wurde oder so. Nicht, dass ich jetzt eins verpasst habe. Aber dürfte eigentlich nicht sein. Das heißt, ein Secret muss doch noch hier im Dorf sein. Ich wusste, dass hier 2 kommen würden. Nur noch ein Schuss. Nicht gut. Ich meine, ich habe hier noch andere gute Waffen, ne? So ist ja nicht, aber trotzdem. Ärgerlich. Mann, ist das dunkel hier überall. Der Part ist ja auch schon relativ lang. Eigentlich sollte ich ihn langsam beenden schon. Langsam, aber sicher. Ich finde diese Trommeln so geil, ne? Das hier ist jetzt böse. Ist das nicht sogar auch ein Secret? Dann nehme ich die nochmal wirklich, ne? Genau. Weißt du, du läufst hier in diese dunkle Höhle, ne? Denkst an nichts Böses und dann sowas hier. Und wow, der Himmel sieht gerade bei mir zu Hause richtig, richtig geil aus. So richtig dunkelblau mit fast schon schwarzen Wolken. Dazwischen noch so ein bisschen hellblauerer Himmel, sag ich mal. Das sieht irgendwie mega geil aus gerade. Richtig stylisch. Ja, aber dadurch habe ich jetzt alle Secrets, ne? Ja. Perfektissimo. Nice, 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 nice. Das freut mich sehr. Dann bin ich ja jetzt beruhigt. Yay. Noch jemand? Fackeln! Das ist nett. Ich überlege gerade, wie lange ich noch ungefähr für das Level wirklich dann brauche. Weil ganz so lang ist es eigentlich nicht, wenn man mal wieder auch weiß, was man zu tun hat. Und das weiß ich ja, aber... Naja, ein bisschen könnte halt das schon noch dann Zeit in Anspruch nehmen. Ein bisschen halt. Deswegen, allzu lang sollte ich eigentlich das nicht mehr machen. Hm. Nein, nix da. Komm her. Kommst du? Wie läufst du denn durch die Gegend, Junge? Lautlos starb er. Ich wollte schon fast sagen, in meinen Armen, aber das stimmt nicht ganz. Aber gut, okay. Drehen wir mal hier noch am Rad. Auch deswegen hatte ich vor dieser Hütte zum Beispiel immer Angst als Kind. Weil gerade, ne, hier ist es noch dunkler sogar im Original. Und deswegen, ja. Geht hier hin, hat sowieso schon Angst ein bisschen, vielleicht wegen der Dunkelheit. Rechnet schon mit irgendwas, aber kaum ist man dann am Rad gedreht hat, ne, erst da wird man dann wirklich auch angegriffen. Ist halt so, so böse. So böse. Ja, ich versuche wirklich mal das meiste vom Part jetzt, na, das meiste vom Part wenigstens noch hier reinzukriegen. Das meiste vom Level in diesen Part zu kriegen. So rum wird ein Schuh draus. Das meiste vom Part ins Level zu kriegen, ne. Warum auch nicht, kann man auch versuchen, aber...
Ich wüsste nicht, wie das aussehen sollte. Selbst die Kannibalen kannten schon Bewegungssensoren. Unglaublich, aber wahr. Ich meine, ihr habt's gerade gesehen. Danke für Ihre Anteilnahme. Okay. Das Kannibalendorf kam mir damals auch so endlos lang vor und groß und überhaupt alles, ne? Wenn ich jetzt hier so nochmal bin, denke ich mir nur so, ist es ja eigentlich gar nicht. Also schon irgendwie, ne? Aber eigentlich findet man sich dann doch sehr schnell hier zurecht, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Und gerade, wie gesagt, durch den Randomizer kann ich mal wieder erwähnen, habe ich das ja jetzt auch schon so oft gespielt, dass ich einfach mich hier schon total gut auskenne. Ich meine, ihr seht es ja, ne? Ich rushe hier durch wie sonst was eigentlich. Von daher, nochmal speichern. Wir haben es gleich schon, deswegen, ich mache jetzt einfach hier einen langen Part draus, wirklich, und schließe das Kannibalendorf komplett aber hier in diesem Part ab. Würde ich mal sagen. Schön. Sehr gut. Früher bin ich auch öfters als Kind einfach da in diese Zacken gerutscht, die da auf der Hütte drauf sind. Und habe dann auch nur so gedacht, oh, das zieht so viel, das ist wieder so voll fies, wo man sich verletzen muss. Aber nee, dementsprechend hier ist es tatsächlich mal nicht so. Es ist öfters so, ne? Denken wir nur mal an diese Sache mit dem Boot zum Beispiel in Tomb Raider 2. Ne, wo man sich von ganz oben fallen lassen muss, aber hier nicht. Ich sehe nichts. War der Knopf nicht hier? Ah, knapp daneben. Auch wieder einer, der mich in der Dunkelheit überraschen wollte. Kleiner Gauner. Ah! Das war ein bisschen sehr rasant. Aber hey, was soll's? Yay! Ich freue mich, dass ich wieder alle Secrets dann wirklich gefunden habe. Wie gesagt, eines musste ich nachgucken, da war ich mir nicht so ganz sicher. Obwohl ich diese Steine da auch schon mal gesehen hatte, auch im Randomizer, als ich mich da genauer umgeguckt hatte, weil ich ja wieder alle Key-Items nach Möglichkeit so finden wollte. Und wie gesagt, in Tomb Raider 3 Randomizer schaffe ich das nie, wenn die gerandomized sind. Das ist eine Katastrophe. Aber, ja, ne? Da habe ich den Weg dann so entdeckt und dann so, hier ist ja gar nichts, ne? Ist ja voll schade eigentlich. Ja. Ui, es war aber sehr heiß gerade. Aber im Hauptspiel ist ja halt schon was. So, diesen Schalter nicht drücken, liebe Kinder, sonst geht ihr in Flammen auf. So, bitte mich nicht zerschrabbeln, danke. So, dann jetzt mal ab ins Wasser. Ja, mit dir hatte ich schon gerechnet, Mr. Crocodile. Lass mich doch mal in Ruhe. Alter, wie du mir am Popo klebt. Lass mich. Aber du darfst weiterleben, weil ich nicht nochmal dahin muss. Deswegen ist okay. Ausnahmsweise. Aber nur ganz ausnahmsweise, ich sag's dir. Mensch, du. Genau, und hier sind wir dann auch schon fertig. Letztes Mal war da an der Wand noch eine Secret-Tür. Aber die gibt's natürlich hier nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich einen Screenshot machen. Warum speichere ich? Egal. Ah, das sieht echt schön aus. Ich
Ich störe hoffentlich nicht. Sie bluten doch nicht etwa? Oder suchen Sie eine Toilette? Nein und nochmals nein. Gut, gut. Ich will bloß keine fliegenumschwirrten Besucher hier drin haben. Klar, ich verstehe. Was ist geschehen? Bin im Dschungel aufgewacht, als einer dieser kleinen Typen sich an meinem Bein satt aß. Ein Stammesmitglied? Es wäre ungewöhnlich, dass Sie das Fleisch direkt vom Knochen abnagen. Tja, es war dunkel und ich habe den Kerl nicht erwischt. Sicher bin ich also nicht. Im Dschungel ist irgendetwas Gruseliges. Unser Flugzeug ist oben in den Bergen zerschellt. Nacht für Nacht verschwanden einige meiner Leute spurlos. Andere flohen in Panik. Und dann ist das passiert. Also brachte ich das restliche Team an die Küste in Sicherheit. Nur um von dieser gierigen Meute gefangen zu werden. Als eine Art Opfer an ihren Gott, der in den Bergen haust. Obwohl ich offenbar nicht zum Grillfest eingeladen wurde. Vielleicht sind Sie aber der Nachtisch. Reifes Fleisch gilt hier als Delikatesse. Wirklich? Hören Sie, wir müssen Sie hier rausbringen. Wissen Sie, wie der Stamm den Sumpf überquert und auf welche Steine die Leute treten? Schon, aber ich bleibe hier. Mit der Wunde wäre ich eine wandelnde Tankstelle für jedes infizierte Insekt weit und breit. Dann wäre ich noch lieber der Hauptgang beim großen Fest. Wenn meine Männer da drin noch am Leben sind, führen Sie sie zur Nordküste, ja? Fort von hier. Natürlich. Traurig. Küstendorf. 43 Minuten und 16 Sekunden gebraucht. 4 von 4 Secrets. 5 gefundene Kristalle. 27 von 29 Fundstücken. Naja, shit happens. Schade drum, aber naja, ist dann halt so. 23 Kills. Vor allem da steht ja wirklich weiterhin Kills auf Englisch. Warum nicht Morde oder sowas, ne? Und 2 Medipacks gebraucht. Ist eigentlich ein gutes Ergebnis, gerade was die Medipack-Anzahl betrifft. Tja, dann bleib mal einfach hier liegen und stirb fröhlich vor dich hin, Kollege. Aber klar, wie sollten wir ihn auch mitnehmen, ne? Es ist ja wirklich geradezu unmöglich, mit seiner Verletzung auch, ne? Nicht nur, dass er eine Tankstelle für jedes infizierte Insekt oder infizierende Insekt weit und breit wäre, er wäre auch einfach, ja, ne? Ach, guck mal, Wackelfüßchen. Lara könnte ihn halt nicht so gut einfach mitnehmen, ne? Ist halt leider einfach so. Aber gut. Die Ureinwohner sind schon wieder ganz wild am Feiern. Die sind froh, dass Lara weg ist. Und ja, wir sind wirklich ziemlich schnell durch das Level durchgekommen. Dafür, dass es eigentlich so ja, geheimnisvoll ist, ne? Wo man sich auch wirklich alles angucken will und sowas. Aber ging eigentlich ganz gut. Wie gesagt, 2 Pickups habe ich leider irgendwo übersehen. Schade drum. Aber insgesamt waren wir jetzt ziemlich gut dabei. Aber gut, ihr Lieben, ich werde dann mir auch mal was zu futtern holen. Und sagt dann mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.